Hey, what's up, guys? Es geht wieder weiter hier bei Let's Play Tomb Raider. Beim letzten Mal haben wir ja ein kleines Rätsel gelöst. Nee, das ist nur so ein Mini-Ding. Was ist das? Wie komme ich denn hier wieder hoch, wenn ich jetzt da runtergehe? Oh nee, das ist mir zu viel Arbeit, denn nur für eine Kiste, nee. Also soll ich lang? Okay, bin ich jetzt hier? Wo ist denn da was zum... Ach, da unten. Okay. Okay, das kann ich auch noch nicht einreißen. Da brauche ich dieses eine Upgrade für. Was haben wir denn hier? Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Okay, es hört sich ja nicht so toll an. Okay, gehen wir weiter. Bunker an der Klippe. Okay, da leuchtet was. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Okay, guck mal an. Okay, bald habe ich wieder ein Schrotflinten-Upgrade. So. Okay, da muss ich darüber. So, weiter nach rechts. Okay. So, sehr schön, weiter nach rechts. Alte Kanone. Ist hier noch was? Da ist wieder so ein Ding. Warte ich jetzt nicht ein. Vorherige Bewohner. Das sind wahrscheinlich auch wieder fünf, ne? Vier. Okay. Aber die Challenge ist mir auch neu, muss ich jetzt mal sagen. So. Das müsste reichen. Gut, versuch jetzt. Das ist Zeitverschwendung. Halt die Generatoren hinter. Den Abschnitt mag ich gar nicht. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadion? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da oben im Palast wohl vor? Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und
ist weg. Wieder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Moment, erklemm! Bruder, bitte. Ich bin nicht dein Scheiß, Bruder. Ich kotze das aus. Wir bergen diese ganze nutzlose Scheiße. Reißen uns den Arsch auf. Und wofür? Warte mal, Seil. Scheiß Sonnenkönigin. Wie lange müssen wir... Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Alles bestens. Nein. Setz nur den Generator bitte wieder in Bewegung. Tja. So. Zurück an die Arbeit. Ja, das hört sich nach. Ein Ungläubiger, nein, oh nein. Scheiße, hier rüber! Kommt runter! Ich hab meinen Eindringling! Okay, verziehen wir uns mal ein bisschen. Was? Okay, da kommt so ein Schildtypi. So, dann sammeln wir mal hier einiges auf. Hier hoch, da hatte ich ja auch einen mit einem Bogen erledigt. Sollte ja der noch irgendwo sein, der Leichnam. Okay, ein Dokument. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Okay. Check, check. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Thank you.
für so eine Situation ist die Pistole echt geil. Das muss man ja auf jeden Fall mal sagen. Oh, ey, das Licht nervt mich total. Ja, und was wollt, was versucht ihr hier die ganze Zeit? Könnt ihr mir das mal verraten? Ich glaube eher nicht, ne? Wusste hier, ist irgend so ein Scheiß passiert. Okay, sauber. Okay. Was ist da los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Okay. Schauen wir mal. Okay, ist gut. Sehr schön. Okay, dann haben wir es erstmal. Zumindest vorerst. Springen wir mal darüber. Sehr gut. So, einmal kurz hier rüber. Okay, dann mal den Rückweg kurz mal antreten. Okay, klettern wir mal rum. Oh, was ein Ausblick. So, aber hier gibt es noch mehr zu entdecken. Tja, das frage ich mich auch gerade. Endurance-Aussicht. Okay. Wir greifen uns mal das Dokument hier. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch.
Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Oh Mensch, Alex, Junge. Was machst du denn? So, wir gucken mal, was... Ich weiß halt gar nicht, war hier noch... Ist hier wieder was frei geworden? Ja, das will ich halt nicht haben. So, aber mit diesem genialen Ausblick, wie wir es schon im ersten Part hatten, dagegen Ende, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich mache hier einen Cut. Also, bis dann und ciao.